Also, ihr Lieben, was ich immer wieder cool finde, wenn man in diesem Internet ein bisschen stöbert, man findet so coole Sachen. Und eines der Dingelinge, das wir gefunden haben, das sind Tandems. Tandem ist ein Fahrrad, wo zwei Leute drauf sitzen können, einer vorne, einer hinten. Und wir haben das erste Tandem gekauft, weil es halt wirklich spottbillig war. Es waren irgendwie 150 Euro oder so. Und gut, das Tandem ist jetzt zwar vielleicht optisch nicht das Schönste, es ist so quasi unser Hollywood-Tandem. Das heißt, auf 5 Meter Entfernung schaut es gut aus. Wenn man genauer schaut, merkt man, dass der Lack gar nicht so schön ist. Aber das ist im Prinzip auch wurscht, weil wir haben das ein bisschen aufgerüstet. Wir haben da diese neue Reifen drauf, dann neue Sättel drauf, dann hinten eine Tasche dazu, neue Griffe, damit es halt einigermaßen schick ausschaut. Und jetzt kann man damit wirklich gut fahren. Und was noch witzig ist, wir haben dieses Tandem mitgehabt, als wir im Urlaub am Bodensee waren und quasi einen Tag oder 2 Tage vorher, bevor wir losfahren wollten, ist hinten bei der Schaltung eine Kette gerissen und das war dann halt ein bisschen blöd. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, ich bin jetzt selbst kein großer Fan von diesen Stormy Archer Schaltungen mit der kleinen Kette, die da raus und rein geht, weil das finde ich irgendwie unzuverlässig. Und deswegen hatte ich zufälligerweise, tatsächlich zufälligerweise, eine Dreigang-Namensschaltung von Shimano im Keller, die ich nämlich bei meinem letzten Fahrrad schon drauf hatte. Und das habe ich 11 Jahre lang gefahren und die Schaltung hat immer funktioniert, die Bremse hat immer gezogen. Das ist mega. Also wirklich, ich bin so viel gefahren mit dem Radl und das gab nie irgendwelche Schwierigkeiten. Und deswegen habe ich eben noch so eine Schaltung zu Hause gehabt, habe das umgebaut und zack, sind wir in den Urlaub gefahren. Und jetzt ist im Endeffekt dieses Tandem so ziemlich das Einfachste zum Fahren, weil es halt einfach funktioniert. So. Das zweite Tandem haben wir gekauft, weil das erste cool zum Fahren war. Und das zweite Tandem war auch noch relativ günstig und es ist halt wirklich schön. Das ist so richtig klassisches Hollandrad, ewig lang. Und was ich bei Hollandrädern einfach gut finde, die sind halt so gemacht, dass sie eigentlich immer halten. Also die Kette ist geschützt. Die vertrocknet nicht, die wird nicht vom Regen abgewaschen. Die ganze Schaltung, also wie gesagt, ich bin großer Fan von Dreigangschaltungen, weil die funktionieren halt immer. Da gibt es einfach nicht viel, was kaputt gehen kann, außer der blöden Kette. Und jetzt haben wir dann dieses Velo gekauft, da auch neue Reifen drauf getan, die Sättel haben wir gelassen und hinten auch diese Körbe drauf, damit man halt was mitnehmen kann. Und damit ist es halt wirklich so ein schönes Tandem zum Cruisen. Witzig finde ich, man ist damit richtig schnell in der Ebene. Der einzige Haken daran ist, das Ding ist bockschwer. Es ist wirklich, weiß nicht, das hat sicher 30 Kilo und ist halt auch stattliche 2,5 Meter lang, also so gar nicht so handlich. Aber deswegen haben wir dem guten Stück den Namen Evergiven gegeben, weil die Evergiven, die haben wir alle schon kennengelernt, als es Corona gab. Die ist da kurz in meinem Suezkanal stecken geblieben und ich muss auch sagen, dass wenn man mit einem Tandem so fährt wie mit einem Schiff, dann ist das eigentlich genau die richtige Einstellung. Also vorausschauend fahren, weil schlussendlich ein wichtiger Punkt ist, ein Tandem hat halt tendenziell 150 bis 200 Kilo, wenn da zwei Leute drauf sitzen. Und das ist halt im Endeffekt unten drunter trotzdem ein normales Fahrrad. Also die Technik ist immer noch die gleiche, die Bremsen sind immer noch die gleichen. Das jetzt irgendwie die zaubern können auch Ingenieure nicht. Aber nevertheless, wir haben noch ein drittes Tandem gekauft. Und das dritte Tandem haben wir jetzt auf den Namen Calypso getauft. Weil die Calypso ist das Schiff, war das Schiff von Jacques Cousteau, diesem berühmten Taucher, der halt irgendwie einer der ersten war, die überall gefilmt haben. Und damit hat man wirklich viele tolle Einblicke bekommen auf der ganzen Welt, wie es halt unter Wasser ausgesehen hat. They hesitate a while before they accept us. Then, for 6 wonderful weeks, we are allowed to live among them. Wie es jetzt wahrscheinlich nicht mehr ist, aber egal. Beim Calypso haben wir auf jeden Fall auch neue Reifen draufgebaut, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass neue Fahrradreifen, die halten halt, die werden nicht ständig kaputt, wie es vor 30 Jahren vielleicht noch war. Und was beim Calypso wirklich noch praktisch ist, das hat so ziemlich die besten Bremsen von unseren Tandems. Also wie schon gesagt, Bremsen sind bei den Tandems eigentlich immer so ein bisschen der Knackpunkt. Die sind nicht immer so gut.
Auf jeden Fall bei dem, das hat ordentliche Moped-Trommelbremsen vorne und hinten und damit die ziehen schon wirklich gut. Und was ich bei dem Ding aber wirklich geil finde, das ist ein dreiteiliges Fahrrad. Also es ist ein Drum vorn, es ist ein Drum in der Mitte und ein Drum hinten. Und man kann das Ding in der Mitte kann man rausnehmen. Das finde ich so cool, weil wenn man das in der Mitte rausnimmt, dann hat man einfach ein normales Fahrrad. Also man kann drauf sitzen, hinten hat man die Schaltung. Und wenn man halt diese Mitte wieder reinbaut, dann muss halt wieder der Hintermann schalten. Das ist bei dem Fahrrad vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch ein wichtiger Teil von der ganzen Tandem-Geschichte. Tandemfahren ist ein Teamwork, man fährt zu zweit. Bei den meisten Tandems ist es so, also außer bei dem ersten, bei unserem Hollywood-Tandem, bei den meisten Fahrrädern ist es so, dass man, wenn man zum Beispiel schalten will, muss man kurz aufhören zum Treten, schalten, weiter treten, weil sonst die Schaltungen sind, also vor allem die Stormy-Arch-Schaltungen sind dafür nicht ausgelegt, aber die sind soweit auch okay, weil, wie gesagt, zu zweit Teambildung hilft. Und dann, weil wir schon drei Tandems hatten, sind wir dann irgendwann mit dem Eli ins Gespräch gekommen und der Eli hat ein Fahrradgeschäft, heißt, hört auf den Namen Rennerbikes in Winterthur und der Eli hat eine Unmenge an Fahrrädern, die er verkauft. Praktischerweise die meisten halt gebraucht, also es sind keine neuen Fahrräder, die er verkauft, was aber soweit auch okay ist, weil Fahrräder haben meiner Erfahrung nach jetzt nicht den Drang, ständig kaputt zu gehen. Also die sind halt gemacht für die Ewigkeit, aber ich komme jetzt gleich noch dazu. Das vierte Tandem, das haben wir jetzt auf den Namen Mauritania getauft, und zwar ist es von der Marke Kuwahara. Und Kuwahara war im Endeffekt, ist eine japanische Firma, die damit bekannt geworden ist, dass nämlich der Junge im Film E.T. mit dem Kuwahara vor den Mond gesprungen ist. Also insofern, Kuwahara kann man kennen. Muss man aber nicht. witzig über dem Ding ist, das ist so eben unser Renntandem. Man sitzt wirklich sportlich. Ich persönlich finde es jetzt nicht so bequem, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber dafür, wie gesagt, ist man schnell, man hat weniger Luftwiderstand. Und was ich bei dem Ding eigentlich auch noch cool finde, dass die meisten Tandems haben drei Bremsen. Bei dem ist es so, dass ein Griff, also der rechte Griff, der zieht für die vordere und fürs hintere Rad und der linke Griff hat noch eine separate Bremse am Hinterrad. Also insofern, wichtiger Punkt, Tandems haben immer drei Bremsen, also insofern, wenn eine schief geht, kann man immer noch bremsen, aber das heißt nicht, dass man deswegen schnell bremsen kann. Nevertheless, vorausschauend fahren löst das Problem. Das fünfte Tandem ist von der Firma Badia, das ist, glaube ich, eine Schweizer Firma. Und wir haben es auf den Namen Beagle getauft, weil das gute Stück ist einfach alt. Es ist ungefähr aus den 60ern, ist dementsprechend schon älter als die meisten, die jetzt da vor dem Computer sitzen. Und ich habe vor einer Weile schon mal ein Auto gehabt, ein Mercedes, Baujahr 76, und ich habe von diesem Ding oder in dieser Zeit einfach gemerkt, dass alte Sachen sind so gebaut, dass sie nicht kaputt gehen. Und das finde ich einfach eine schöne Haltung, und dieses Tandem ist auch so. Das funktioniert. Ich meine, es ist halt bockschwer, es ist jetzt auch nicht unbedingt das Leichtgewicht, aber es ist eine schöne, coole Sitzposition, es ist ein wirklich schönes Fahrrad, es hat sehr schöne Details und hat zwar jetzt auch wieder diese, ich will jetzt nicht sagen, mir verhasste Dreigangschaltung von Stormy Archer, die halt immer ein bisschen klemmt und hakt, aber nevertheless, die Schaltung funktioniert, die Bremsen sind wichtig, massive Bremsen, die sind schon wirklich gut. Und insofern ist der Top-Tipp von mir einfach, kommt nach Winterthur, probiert die Tandems von uns aus. Die kosten 30 Franken oder 30 Euro am Tag. Schaut euch die Stadt an, Winterthur ist wirklich cool. Es ist wirklich alles flach, also deswegen nicht denke ich bergauf, bergab, bergauf, bergab. Es ist wirklich alles eben und es ist wirklich eine nette Stadt. Und gerade im Sommer feiere ich Winterthur sehr, weil es halt noch die Musikfestwochen hat. Es sind quasi zwei Wochen am Stück, wo es jeden Abend in der Altstadt verschiedene Bands gibt, die halt spielen, und das Ganze ist umsonst, also nicht umsonst, nein. Es ist für freiwillige Spende, jeder kann so viel geben, wie er will, und ich finde es einfach eine so mega coole Errungenschaft. Deswegen, Top-Tipp, kommt nach Winterthur, fahrt's dann, ist nachhaltiger und gesünder. Also bis zum nächsten Mal, ciao.